So, liebe Leute, von heute am 25. September wird hier einmal mehr das Wer wird Millionär-Spiel des Tages gestartet. Mal gucken. Ich glaube, die letzten beiden Male hatte ich jeweils 64.000 Euro. Mal gucken, ob ich es diesmal wieder schaffen kann. Mal wieder habe ich hier keinen Sound, aber Werbung, die werden wir allerdings ausblenden. Und dann geht es munter weiter. Mit Niveau und Nivea. Ordnen Sie den Sportlern des Jahres Olaf Ludwig, Michael Groß, Andreas Wecker und Jens Weißflug ihre Sportarten zu. Skispringen, Touren, Schwimmen, Radsport. Weißflug ist Skispringen, glaube ich. Die anderen kenne ich nicht. Olaf Ludwig klingt wie ein Radfahrer. Michael Groß ist ein Turner, Andreas Wecker ist ein Schwimmer und Weißflug ist ein Skispringer. Das ist nur bei D und A richtig, das andere beide hätte ich andersrum machen müssen. Anyway. So, jetzt der Todestag. Welches berühmten Schriftstellers jährte sich im Juni 2015 zum 30. Mal? Raket, Konfett, Böll oder Luftschlangen? Für 50 Euro finde ich das fast schon schwer, weil vielleicht nicht jemand von Heinrich Böll gehört hat. 100 Euro. Gönnte sich der greise Ex-Außenminister der UdSSR kurz vor seinem Tod 1986 einige White Russians? Dann trank der Ziegelsteine, der Stinkbomben, der Handgranaten oder der Molotow-Cocktails? D. Welches Mode-Highlight der 80er war zwar meist nicht orange, machte seinem Namen aber leider dennoch optisch alle Ehre? Kürbisjacke, Aprikosenrock, Karottenhose oder Apfelsinenpullover? Das ist C. Was gehört mittlerweile zu den Klassikern auf der Kirmes? Trudelnde Jalousie, schwebende Gardine, fliegender Teppich oder flatternder Fußabtreter? C, oder? Ja. Welcher? Ich finde die leichten Fragen aber verhältnismäßig gerade auch schwer. Also nicht schwer, sondern schwer für diese Preisklasse. Welcher 1983 veröffentlichte Song ist passenderweise in der RTL-Serie Deutschland 83 zu hören? Düsenjet nach Steglitz, Trabi nach Neukölln, Sonderzug nach Pankow, Reisebus nach Spandau. Ich kenne nur den Song C und ich gehe auch mal davon aus, dass es die anderen Songs nie gibt. Und das ist auch korrekt und wir haben 500 Euro und haben noch alle Joker. Für welche dieser Nummern muss man bei einem Telefon mit Wählscheibe insgesamt den längsten Weg zurücklegen? 110, 112, 114, 116. Wählscheibe. Ich bin noch so alt, dass ich noch ein Telefon mit Wählscheibe in meinem Leben bedient habe. Ich glaube, das ist wie bei einem Handy, da ist die 0 ja auch nach der 9. Sodass ich mal schwer von 110 ausgehen würde. Das ist auch richtig. Was war in den 80ern? Ist heute 80er-Tag hier? Was war in den 80ern schwer in, ist auch heute noch in so manchem Badezimmer anzutreffen? Magnetseitenhalter, Schwerkraft, Shampoo-Stütze, Atom, Zahnpasta-Korb oder infrarote Deodose? Keine Ahnung. A, wahrscheinlich, weil ich damit zumindest vorstellen kann, was es sein soll. Eine Schwerkraft, Shampoo-Stütze, Infrarot-Deodose. Also bei B und C habe ich überhaupt keine Vorstellung, was es sein soll. Und bei D auch nicht so wirklich. Ich zocke jetzt einfach mal und sage A. Ist auch richtig. Welchen Spitznamen hatte die Sibylle, die regelmäßig schnell vergriffen war? Tulpe aus dem Havelland, Vogue des Ostens, Always Ultra der DDR oder Call Girl der SED? Die Sibylle. Ist das so ein Pornoheft? B wahrscheinlich, ne? Oder C? Oder war das... Ich würde sagen B oder C. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage mal das Publikum. Ne, doch B. 4.000 Euro. Was Relevantes gelernt auch. Welches Land hieß bis 1984 Obervolta? Burkina Faso, Simbabwe, Südafrika oder Ägypten? Ich glaube nicht, dass Südafrika und Ägypten damals andere Namen hatten. Burkina Faso und Simbabwe weiß ich nicht. Ich rufe mal wen an. Er kann Südafrika und Ägypten ausschließen. Ja, das konnte ich auch. Mehr weiß er nicht. Normalerweise helfen die Joker einem noch immer komplett. Der hilft mir jetzt nicht. Dann müssen wir 50-50 nehmen. Und zumindest der Joker hilft mir. Dann nehmen wir Burkina Faso. Und das ist richtig. Dass ein Telefon-Joker so was sagt, hatte ich bisher auch nicht. Aber ist vielleicht auch realistischer, ne? Was wollte die Bundesregierung im Frühjahr 1983 durchführen, was sich aber teilweise als verfassungswidrig herausstellte? Das Volk zählen, Kindergeld senken, Streikrecht abschaffen oder die DDR anerkennen. Volkszählung ist doch erlaubt, oder? Kindergeld senken. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mal wen. Es war die geplante Volkszählung in Form einer Totalerhebung. Ist nicht erlaubt? A.
Okay, 16.000 Euro. Ich glaube, ohne Joker komme ich jetzt nicht mehr so weit. Aber eine Fußballfrage, das könnte ich vielleicht wissen. Welche Nation musste im FIFA-WM-Viertelfinale 1986 ein Gegentor hinnehmen, weil für Argentinien die Hand Gottes im Spiel war? Mexiko, Frankreich, Deutschland oder England? Mexiko war der Gastgeber. Kamen die auch ins Halbfinale? Argentinien wurde auch Weltmeister 86, ne? Ich glaube, das war noch gegen Deutschland, oder? Das war noch vor meiner Geburt. Ich bin erst 1987 zur Welt gekommen. Ich habe an die WM 1990 ganz düstere Erinnerungen und das erste Mal, dass ich wirklich bewusst was wirklich richtig miterlebt habe, war, glaube ich, 96. 94 kann ich mich noch daran erinnern, weil es da die Super Nintendo Fußballspiele gab und ich die schon gespielt habe. Auf jeden Fall, hier sind wir noch ein Jahrzehnt zu früh, das weiß ich nicht. Es war, glaube ich, Deutschland, oder? Nein, es war England. Scheiße. Jetzt habe ich mich bei einer Fußballfrage blamiert. Ja. Die Hand Gottes hat mir hier nicht den rechten Weg gewiesen. Ich falle zurück auf 500 Euro. Muss auch mal sein. Schade. Aber was gelernt. Pornohefte und Maradona. Gute Mischung und bis zum nächsten Mal. Ich versuche jetzt nach wie vor, diese Videos montags zu veröffentlichen. Dann läuft es hier ja auch im TV. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.